Arne, du machst doch mal für den Stream für das Video die Anmoderation. Ja, da gestern alles perfekt lief, haben wir heute ganz schön was zu knacken. Also, ich hab Bammel. Wie viele Aufrufe hat jetzt der erste Stream? Oh, ich glaube 9000. Alter, also, schön zuschauen, das fetzt. Also, Wahnsinn, ihr. Ja, wie gesagt, Oberhausen, zweiter Spieltag. Noch ruhig und leer, gleich tanzt hier der Bär. Du hast alles im Blick, oder was? Ich habe alles im Blick. Mit dem richtigen Getränk, ne? So, ist hier die Kommentatorenkabine heute. Alex. Ja, hier. Hast du eine Sekunde für mich? Ja, gerne. Wie geht's dir? Ich bin ein bisschen müde. Bisschen müde. Aber hoffentlich nicht müde, gleich zu moderieren. Selbst nicht. Heute wird ein bisschen anders. Heute sind sehr viele Rookies mit am Start, ne? Es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Region, weil das sind alles so Boxen, die nicht so jetzt mal aktiv im Wettkampfbereich unterwegs sind, bis auf Heidekreis natürlich, Bayreuth und... Na gut, jeder hat ja so irgendwo seine... Ey, sind nicht so viele, jetzt zählt fast alle Boxen, aber sind das jetzt... Sind drei. Ja. Sind drei, okay. Drei von acht, neun. Aber es wird auf jeden Fall zumindest spannend. Sind da viele dabei, die letztes Jahr noch nicht mehr dabei waren, ne? Ja, also ich bin mega gespannt auf die Leistung der Athleten, die dann bei den Boxen da performen werden, denn das wird wirklich spannend. Wollen wir ins erste Workout gleich rein? Du kannst jetzt mal so irgendwas Cooles machen und dann starte ich das Workout. Mal irgendwas Cooles, irgendein Finisher-Move. Das ist halt für alle die erste Competition so richtig. Ach krass, deswegen. Ja, sieh an, na klar. Also das erste Mal quasi, ja. Erste Mal auf dem Floor, jetzt auch noch Kameras, Livestream. Ja, halt so virtuelle Geschichten mal gemacht, aber, ja. Aber dafür so das erste Mal. Das ist so geil. Wir sind keine alten Hasen, ich bin nur alt. Ja. Wir sind eingesprungen, wir haben einmal vorher trainiert. Ja. Dann halt auch nicht von der Box, sondern unten an der tieferen Stange und deshalb hat es jetzt vom Timing halt gar nicht geklappt. Was geht denn da, dein Gesicht aus sogar Bände geschossen? Was geht denn da durch den Kopf in dem Moment? Ärgerlich, auf der anderen Seite versucht man natürlich trotzdem irgendwie so sein Bestes zu geben, das Beste daraus zu machen. Hat ja teilweise gut funktioniert. Aber macht man nichts, dafür sind die anderen Übungen ganz okay gelaufen. Auf jeden Fall. Sascha hat gerade erzählt, für viele von euch oder für alle erste Competition. Ja. Naja, und dann habt ihr euch auch gleich noch den größten Druck aufgebaut hier mit Livestream und allem drum und dran. Da konnten wir ja nichts für. Nee. Ob mir warm ist. Jakob, regnet das hier rein oder was ist denn los? Bah! Ekelhauer, geht um Whisky. Jungs, was macht die Konkurrenz? Checkt ihr gerade aus, oder? Ja, wir müssen ja mal gucken, da ist er hier live. Ah, oh, hier. Extra gestern noch in den Mediamarkt gefahren, oder? Ja, sie hab ich noch geklaut. Hast du Dragan mal beauftragt? Ja. Haben wir gerade erzählt, sind halt alles auch Rookies, ne? Ja, eben, deswegen ist dann alles, sag ich mal, für die meisten der erste Wettkampf. Von daher war es schon eine ordentliche Leistung. Ich glaube, dass die Synchrone ist schon eine Nummer, ne? Also das, ja, auf jeden Fall. Deswegen, wenn die... Im Training läuft halt alles ein bisschen einfacher, so unter Wettkampfbedingungen ist das dann die Nervosität, die dazu kommt, das ist klar. Aber top. Sehr geil. Mal gucken, was die anderen so machen und dann in den anderen Workouts ballern wir nochmal. Müsst ja nur Tagessieger sein, dann reicht so ja ist aus. Es. Gleich gesnatcht. Simon! Ja, ich bin heute Praktikant. Ja. Ja, der junge Unternehmer hier. Da bin ich mal gleich gespannt, ob du die Snatches gut einfängst, mein Freund. Ja. Ach doch, das wird schon. Ja, wir haben alle sprechen lassen. Alle sind eigentlich heiß hier. Die Leute sind auch heiß. Du bist jetzt gleich dran mit Snatchen? Was? Du bist jetzt gleich dran mit Snatchen? Ja, Gürtel nicht umsonst in der Hand, ne? Nee, ich mache jetzt die Gymnastics mit der Mutter. Ich dachte, du machst noch ein bisschen ja. Yoga oder so, ja. Feuerfrei? Ja, feuerfrei. Kannst du das ein bisschen euphorischer für die Kamera sagen? Feuerfrei.
Ist hier gerade ein PR geknackt? Ja, 5 Kilo mehr als Matthias. Alter Schwede. Ja, hier war jetzt die kleine Pause. Die haben wir mal genutzt, um ein paar Clips zu machen. Der Jacob ist mittlerweile wieder hinter der Kamera. Wie findest du bisher? Erstaunlich. Gerade als jemand, der nicht aus dem Sport kommt, ist es jedes Mal wieder geil, die Energie und die Leute ringsrum. Und oh, warte mal ganz kurz. Ali. Hier. Den habe ich eben noch geschnitten. Jetzt läuft das Moped hier. Ist schon gut geworden. Komm mal, komm rüber. Hä? Ist das Nico geschnitten? Nico, ja. Jetzt ist auch kein Scheiß. Nico, er hat gut geschnitten, den Clip. You did this well. The cut of the movie. Yes, great. Make movies great again. Bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, machen wir mal das nächste Workout. Feuer frei. Klar, ey, nichts gemacht, nur rumliegen. Wenn jetzt nicht der Insta-Fame kommt, dann weiß ich auch nicht. Wie heißt du auf Instagram? Brunftknifte. Wunderbar, haben wir ein Video drin. Die Brunftknifte. Explodiert sein Account. Geht wieder? Machst aber nur sauber. Chef holt schon mal eine neue Bodenplatte. Guck mal hier, die Dinslakener auf Speedtour. Gleich kannst du deinen 5000 Euro Kamera da weg. Aus Arsch raus. Dinslakener, was ist denn los hier? Warum seid ihr denn hier? Ja, Freunde besuchen. Ja, das ist alles hier in der Nähe. Ich wusste das. Ja, ja, für mich ist das so. Der Kleine ist wieder drauf, das ist live. Sorry, das meinte nicht so ernst. Steck mal das Messer wieder weg. Ich hab das doch gerade gesehen, Igor. Was ist denn los? Warum seid ihr denn alle so? Ihr habt so richtig Hummeln im Hintern. Ja, ich hab sowas noch nie gemacht. Ich hab sonst immer nur hier in meiner kleinen Ecke für mich trainiert. Noch nie hier. So. Hab ich noch nie gemacht. Erstes Mal. Ja, das hast du dir sicherlich auch anders vorgestellt, ne? Aber hier, du siehst aus wie so ein junger Zuchtbulle. Das ist doch auch nicht der erste Wettkampf für dich, oder? Beim CrossFit schon. CrossFit mache ich ja seit anderthalb Jahren. So, warte, was hast du denn vorher gemacht? Warte. Tennis. Tischtennis, nee. Judo habe ich lange gemacht, seit meinem 10. Lebensjahr. Dann sollte ich vielleicht nicht so eine große Klappe haben. Tischtennis. Irgendwelche letzten Worte? Wo muss ich jetzt hin? Möge oder lass die Spiele gewinnen. Das war eine. Wie geht das denn? Einfach jetzt hinter uns bringen. Jetzt scheint da wieder die Sonne. Ja. Eben hatte ich echt ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Licht, aber jetzt ist es wieder hell. Jetzt ist es wieder hell. Ja, schön, ey. Sehr schön. Könnt ihr das ganze Team nochmal kurz zusammenbringen? Ja. Habe ich nämlich heute Morgen vergessen, ein Teamfoto zu machen. Ja. Ah!
Das war ordentlich. Wir können sehen, dass CrossFit Bayreuth, also wir können CrossFit Bayreuth gratulieren zum Einzug, zum direkten Einzug ins Finale. Und CrossFit Heidekreis hat sich mit 4 zweiten Plätzen dieses Tages den Vize-Region-Battle-Sieg, wie auch immer, gesichert und ist damit wirklich hoch platziert, auch im nationalen Ranking. Camrock CrossFit, CrossFit Moers auf 3 und 4. Unser Gastgeber hier, CrossFit Oberhausen, auf Platz 5. Und danach kommen Bielefeld, CrossFit Kings Avenue CrossFit, CrossFit 63, CrossFit Evil 9 und CrossFit Dülmen. Und das ist eure aktuelle Spieltagstabelle. Und wir schauen mal, was das für Auswirkungen auf das nationale Ranking bzw. Leaderboard hat. Und wir sehen 2 goldene Sterne, einen bei CrossFit Aorta und einen für CrossFit Bayreuth. Das bedeutet, diese beiden mit den goldenen Sternen sind die Sieger ihrer jeweiligen Spieltage. Ja, was für ein Spieltag. Hammer krass. Also kann ich ja auch nochmal sagen, Glückwunsch auf jeden Fall an Heidekreis für den wohlverdienten zweiten. Ich glaube, alle Workouts, glaube ich, einen zweiten gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Und Bayreuth, erste. Wahnsinn. Also sehr, sehr krass. Die wollten es alle wissen und die wollten es alle zeigen. Kann man nur sagen, Hut ab. Hut ab natürlich auch an alle anderen, die heute mitgeballert haben, die teilweise vielleicht ihre ersten Erfahrungen sammeln konnten, die teilweise trotzdem über sich hinausgewachsen sind. Also mega, mega, mega geil.